Kutan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien. Ja, ich bin hier mit Professor Dr. Günther Leier vom Klinikum Ludwigshafen. Herr Leier, Sie haben sich bereit erklärt, uns ein paar Fragen über die aktuelle Situation, was Covid-19 betrifft, hier in Ludwigshafen zu beantworten, aber auch generell zu dem Virus vielleicht ein paar offene Fragen oder auch Sachen, die vielleicht auch schon bekannt sind, aber einfach nochmal rekapitulieren zu können. Und ich möchte gleich anfangen. Erklären Sie doch mal, was ist an diesem Virus so gemeingefährlich, dass diese ganzen Maßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen? Also das Gefährliche an dem Virus ist in erster Linie, dass es sich offensichtlich jetzt weltweit verbreitet hat und dass es sich sehr schnell verbreiten kann. Weiterhin ist gefährlich, dass es kein normales Grippevirus ist, was wir kennen, sondern dass die Symptomatik eine andere ist, offensichtlich auch stark ins Gefäßsystem hineingeht, in die Angiogenese, wie wir sagen, und damit auch Herzerkrankungen und Erkrankungen anderer Organsysteme mit sich bringen kann. Und die Verbreitung konnte bisher eben weltweit nicht gestoppt werden, weil wir keinen Impfstoff haben. Und wir müssen, solange wir keinen Impfstoff haben, eben auch mit einer weiteren Verbreitung rechnen. Wie kann man dieses Coronavirus unterscheiden von anderen Coronaviren bei der Detektion durch PCR-Tests oder auch andere Diagnosemethoden? Da haben Sie mich im Prinzip jetzt erwischt, weil ich bin kein Virologe, ich bin Radiologe von Haus aus. Die Frage kann ich Ihnen naturwissenschaftlich tatsächlich nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es bisher keine Testverfahren gibt, die in einem Test tatsächlich eine Unterscheidung zwischen Coronavirus und anderen Viren überhaupt bringen. Wir müssen die einzelnen durchtesten mit einzelnen Testreihen. Aufwendig, teuer, zeitaufwendig. Aber warum das so ist im wissenschaftlichen Detail, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht erklären. Jetzt gibt es ja besondere Risikogruppen, die unter anderem aufgrund von Grunderkrankungen besonders gefährdet sind. Was sind diese Grunderkrankungen und korrelieren die auch mit der Infektion des Coronavirus, dass man sagt, wenn man diese Grunderkrankung hat, kriegt man es auch eher? Also letzteres wohl eher nein, aber der Krankheitsverlauf wird dadurch beeinflusst. Wenn Sie vorerkrankt sind, wenn Sie ein alter Mensch sind, dann ist das Risiko, dass Sie auch klinisch krank werden, größer. Und bei den klinisch Kranken haben wir einen relativ festen Prozentsatz, der wiederum altersabhängig ist, der dann ins Krankenhaus muss. Und bei denen, die ins Krankenhaus muss, haben wir wieder ein festes Verhältnis von denen, die letztendlich auf der Intensivstation landen. So, können Sie bitte skizzieren, was die verschiedenen Verläufe sind vom Schweregrad her? Ja, das Bild ist nicht einheitlich, das wir beim Coronavirus haben. Meistens ist das Charakteristikum das Fieber und der trockene Husten. Nicht der produktive Husten, wie wir ihn aus den normalen grippalen Infekten des Winters kennen, sondern der trockene Husten. Das ist eines der Leitsymptome, aber wir haben auch Patienten gehabt, die dadurch auffällig geworden sind, dass sie Durchfälle haben. Also es gibt durchaus auch gastrointestinale Symptome, wie wir dazu sagen, die Leitsymptom sein können. Also das Krankheitsbild ist vielfältig und auch uncharakteristisch. Allein am klinischen Verlauf werden Sie keine exakte Diagnose treffen können. Unabhängig von dieser Symptomatik, ist es typisch für ein Virus, dass es auch so breit gefächert Symptome hervorrufen kann? Weil normalerweise kann man ja doch eingrenzen, was es wohl ist anhand der Symptomatik. Ja, das ist durchaus unterschiedlich. Wenn Sie zum Beispiel spezielle Hautveränderungen hätten, dann könnten Sie es besser eingrenzen. Aber die Allgemeinsymptome sind bei den Viruserkrankungen ja doch immer ähnlich. Sie haben häufig Abgeschlagenheit, Fieber, das Allgemeinbefinden ist gestört, die Leistungsschwäche. Das sind ja durchaus Symptome, die wir bei allen viralen Erkrankungen haben und so ist es eben auch hier. Werden Patienten, die positiv aufs Coronavirus getestet sind, auch auf andere Viren getestet? Also das kommt auf den Einzelfall an. In der Regel nein, weil das Coronavirus ja dann eine ausreichende Erklärung für die Symptomatik bietet und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie parallel mehrere Viruserkrankungen haben, nicht allzu hoch ist. Was hat sich getan im letzten halben Jahr bei der Behandlung von Patienten? Da gab es ja am Anfang nichts und jetzt wurden ja immer mehr auch Medikamente, die schon vorhanden sind, ausprobiert. Gibt es da irgendwas, was man sagen kann, könnte oder es mildert zumindest ab?
Auch das ist letztendlich nicht so positiv, wie wir es vielleicht erwarten würden nach einem Jahr Verlauf. Es gibt eine Substanz, das sogenannte Remdesivir, was auch in Amerika eine Zulassung erhalten hat für die Behandlung der Viruserkrankung des Coronavirus. Von der wissen wir, dass es den Intensivaufenthalt verkürzen kann. Die neueren Studien deuten aber darauf hin, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht verändert wird durch diese Medikation. Das ist das einzige Medikament, was wir tatsächlich jetzt ausschließlich für Corona entwickelt hätten. Und wir setzen ansonsten mittlerweile sehr viel Kortikoide, Dexamethason ein, was offensichtlich sehr hilfreich ist, was aber ein altes Medikament ist, was wir seit Jahrzehnten kennen aus der Rheumabehandlung und Ähnlichem. Sehen Sie eine Strategie, die möglich ist, um zukünftig mit dem Virus zu leben, es zu akzeptieren, dass es da ist, entsprechend damit umzugehen, ohne die gesamte Gesellschaft stilllegen zu müssen? Also das wird schwierig sein nach den Erfahrungen, die wir jetzt machen. Natürlich können wir vieles mildern, Masken tragen, konsequent, was wir hier ja jetzt im Freien während des Interviews nicht machen, was wir sonst aber im Krankenhaus sehr konsequent machen. Wir haben auch Abstand, ja. Also da gibt es durchaus Maßnahmen. Aber wir können es uns sicherlich auch als Gesellschaft nicht leisten, jedes Jahr zwei Wellen durchzumachen, die unsere Gesellschaft und auch unser soziales Leben quasi auf den Nullpunkt oder nahe dem Nullpunkt drückt. Insofern müssen wir die Hoffnung tatsächlich aus meiner Sicht auf wirksame Impfmaßnahmen setzen. Ohne wirksame Impfmaßnahmen wird das, denke ich, eine schwierige Zeit, die da vor uns liegt. Okay, danke erstmal. Günther, willst du mal übernehmen? Was hat die Forum auch vielleicht doch gerade noch, wie es China in den Griff kriegt hat, ob die eine Impfung dann haben? Oder auf die Nachfrage kommen wir doch mal. Wie sieht es? Rigide Testung, oder? Also, vor allem rigide Maßnahmen, Isolation. Ja. Gut, dann, aber ich finde die Forum interessant. Also, in Australien zum Beispiel. Eine Nachtragsfrage. Es gibt ja doch Länder, in denen das Virus mittlerweile zumindest offiziell unter Kontrolle ist. Die haben meistens sehr drastische Maßnahmen ergriffen. Ist es der einzige Weg, der momentan geht, um dieses Virus so einzudämmen, dass es nicht mehr für die Allgemeinheit gefährlich wird? Ja, ich glaube schon. Sind natürlich andere Systeme, von denen Sie reden. Sie reden jetzt von China, wo das Virus ausgegangen ist zum Beispiel. Das ist ein ganz anderes Gesellschaftssystem. Maßnahmen wie in China sind, glaube ich, bei uns nicht akzeptiert und werden auch nicht akzeptiert werden. Sie haben vorhin im Vorgespräch Australien angesprochen. In Australien müssen wir mal abwarten, ob das nicht nur einfach die Zeit zwischen zwei Wellen ist, was ich eher vermute, dass das eben nicht viel anders sein wird wie bei uns. Wir hatten ja im Sommer auch eine ruhige Zeit und haben jetzt wieder voll die zweite Welle. Wenn wir in Australien keine Veränderungen sehen, das ist ein westliches Land, ähnlich strukturiert wie wir, dann wird es vermutlich dort wieder genauso losgehen. Und eine Kultur und ein Leben wie in China, ein Gesellschaftssystem wie in China, können Sie mit Europa nicht vergleichen. Sie geben so gute Antworten. Ich hätte jetzt noch mal eine Folgefrage, wenn es nichts ausmacht. Und zwar... Jetzt habe ich sie vergessen, die Ding, sorry. Nee, dann gebe ich jetzt mal ab an Herrn Weiß. Raphael, würdest du, weil du wegen dem Ton...